Aber Josef, Liebeskrankheit ist doch kein medizinischer Befund. Die Geschichte wird noch besser. Weil die Frau sich schuldig fühlt, bittet sie mich, ihn heimlich von seiner Psychose zu heilen. Während ich vorgeben soll, mich mit seinen physischen Wehwehchen zu befassen. Was sie sicherlich nicht tun werden. Ich habe bereits zugestimmt. Wieso? Ich verstehe es selbst nicht. Vielleicht habe ich auf so eine Herausforderung gewartet. Man kann dieser Frau nichts abschlagen. Sie kann ein Pferd überreden, Eier zu legen. Unser Plan funktioniert. Dr. Overbeck hat Nietzsche überzeugt, sie zu konsultieren.